Einfach mir nachlaufen. Ist ganz Danke. lustig. Hier. Da war jemand ganz Dem, mutig. mit dem. Marker über dem Kopf. Na, wir müssen jetzt einmal ganz kurz von der Plattform hier runterspringen. Kommt einfach hier schon mal an den Rand. Und wir warten jetzt einfach auf die nächste Sagt Plattform. euch War wann. wieder zwei Hebel. Oh mein Gott, ja, okay. Safe Und das war ist. nämlich Fail jetzt. Okay, jetzt. Und Bin ich einfach nämlich unten immer drunter. Doppelsprung nach vorne. Ja, und ich Autsch. glaube, wir werden das auch so nicht schaffen. Einfach Alle da? runterfallen lassen. Okay. Ah, wäre ich doch lieber mal drüber gesprungen. Muss ich wieder erneut laufen. Und dann Peter, sind wir in so deswegen darf Kletter. ich lachen, weil mir ist auch Sonst wer passiert. Probleme hat, einfach in Chat ein P für Porten reinschreiben. Okay, warte. Warte, Falsch warte, wo genommen. ich bin. Ja. Was ist Warte, hier das? kommt Achso, noch wir haben nach runter. 0 Hier. Uhr. Plattform ist gleich da. Da lang. Und dann sind wir Rate, auch wo ich beim mich wieder Boss. reingebackt habe. Ah, oh, läuft bei dir. Unter die Plattform. Hey. Habe ich auch gerade geschafft. Das ist ganz toll. Naja, es ist nicht so schwer. Oh, da kommt unsere Plattform. Lala. Ist egal, welchen Weg er einschlägt, ne? Egal, ob geradeaus, links, rechts. Hier kommt es immer auf irgendeinem Weg halt nochmal dort auch an. Ich laufe immer gerne links. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, die Leute sind schon da. Ich könnte mich jetzt vorwärts auch porten lassen. Ihr kennt das Prozedere hier. Also ich wollte sagen, ich bin hier, aber ich bin nicht tot. Ich bin auf dem Boden, aber ich bin nicht tot. Okay. Ach, das ist Freddy Krüger. Einer aus der Gruppe 1, bitte Sanko mal porten. Wäre ganz lieb. Und Dankeschön. Und Freestyler bitte mal Race porten. Ich glaube, Race ist irgendwo, wo er nicht hin sollte. Sparen wir ein bisschen Ich Zeit. bin wieder irgendwie weggebackt. Race sucht immer noch Secrets. Ja, ich hol dich mit, Toro. Oh, jetzt kommt der letzte Boss. Das tut so Sein gut. Volumen ist an. Habe ich, ja, sorry, ich war im Ladebildschirm. Der letzte Boss wird Musst du kompliziert, annehmen. aber hören wir erstmal gleich in Ruhe zu. So, der Boss macht jetzt richtig Spaß, wirklich. Oh ja. Der ist schön. Das Beste bis zum Schluss. Warte aber noch, bis alle da sind. Ich bin schon da, egal wer es gerade noch mal ausprobiert hat. Aber danke schön. Und dann, Tanner, kannst du noch Shadow porten? Summing you, was? Nein, ich bin doch hier. Ich bin da, ne? Wenn Sankora Tanja nicht nicht mehr kann. porten. Hey, wake up! Kannst du mich kurz switchen, dann kann ich Shadow porten. Ich kann Sind noch alle nicht. da. Alle da, alle da. Okay. Vielleicht einer, der geportet wurde. So. Aus der Erfahrung des letzten Mal, dieser Boss wird nicht wirklich getankt, der rennt einfach die ganze Zeit rum. Die Main-Mechanik von diesem Boss sind zwei Sachen. Sterben. Als erstes, er spawnt Adds. Am Anfang sind es zwei dieser Puppen, die sich drehen. Und danach spawnt er jeden einzelnen Boss nochmal. Der Plan sieht so aus: die ersten beiden Bosse, Puppen und den ersten Boss, also den Dreieckskopf da, töten wir. Die restlichen Bosse, also die restlichen zwei Bosse, sind relativ tanky. Ich würde jetzt erstmal probieren, ob wir es genauso machen können wie letzte Woche im 10er.
Da haben wir einfach dem Boss 5% Schaden gemacht, beziehungsweise 6%, was er sich 5% durch das Essen der Mobs geheilt hat und die Phase nicht nochmal kommt. Wenn er an eins der Minions rankommt, die er spawnt, heilt er sich um 5% Leben. Deswegen müssen wir ihn halt mindestens 5% Schaden machen, wenn die Bosse da sind. Aber ich denke, das schaffen wir ganz gut. So, wenn hier die Ads spawnen, das ist bewusst 1 und 2 markiert, wird das von uns jetzt aus gesehen rechte Ad zuerst gemacht, weil zu dem rennt er als erstes hin. Danach das zweite. Die zweite Mechanik ist des Bosses ist, da wo jetzt die 3 ist, dort springt er hoch. Es spawnen zwei Ads, die zwei dieser komischen kugelrunden Greifteile. Die haben am Bauch verschiedene Farben. Eins ist rot, eins ist blau. Unterm Boss kommt ein Schimmer. Der ist entweder rot oder blau. Das jeweilige Ad muss getötet werden und es muss sofort in die Bubble. Also es bleibt in eine Bubble da. In diese Bubble muss sofort rein. Und sterbt ihr. Von der Boss-Attacke. Das ist so die Grundmechanik. Ich bin mal gespannt. Was ihr aufpassen müsst, ist sein Enrage. Da ballert er dann mit seiner Machine Gun rum und so ziemlich alles, was vor ihm steht, ist One-Hit. Auch die Tanks. Also bitte aufpassen. Das tut ziemlich weh. Ansonsten rennt er noch rum mit seiner Kreissäge. Bringt die. Chainsaw Massacre. Was macht er? Was habe ich noch vergessen? Was macht er noch? Genau, er Kugeln. Kann noch Kugeln machen. Den am besten ausweichen. Ja, ich glaube, das war so ziemlich. Das, im Großen und Ganzen ist es schon. Und wieder, würde ich sagen, Learning by Doing. Willst du den Endboss wieder, dass wir Max Damage auf den Boss machen? Ja, dass er den zweiten und dritten Boss versuchen wir so, ohne dass wir die Bosse machen. Die machen einfach Schaden auf den Boss. Der erste Boss, also den Dreieckskopf mit seiner großen Axt, den töten, probieren wir noch zu töten. Die anderen beiden Bosse sind ziemlich tanky. Und deswegen greifen wir den Mechanist hier an, der jetzt gerade da steht, und müssen halt, bis er den Boss frisst, ihm 5% Schaden machen. Okay. 6%, um genau zu sein. Ja. 5,1, mein Gott, ja. 5,0000, ne? In dem Fall? Machen wir Ready-Check. Aber. Kann doch schief gehen. Ja. Auf jeden Fall macht der tierisch Spaß, finde ich. Ach genau. Er spawnt noch Raketen. Und darüber sollte man drei Wellen. Auch noch. Und da müsst ihr dann einfach der Reihe nach rauslaufen. Ads sind da. Zuerst auf 1. Leute umdrehen, sofort auf die Ads. Achso, ich darf noch nicht rein. Und jetzt kommen noch Kugeln. Die Kugeln sind richtig unangenehm. Geh woanders hin, nicht zu mir. Was? Zweite Ad? Das war knapp. Rage. Kettensäge. Wunderbar. Warum kriege ich dich immer nicht mehr ins Target? Fuck genug. Okay, jetzt passt auf, es kommt gleich so eine schöne Gatling. Boss.
Und das rote Ed. Scheiße, scheiße, Leute, das rote Ed. Mist, 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 Mist. Doppelwalpen. Und bumm. Ja. Toll. Boss, 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 aber keiner hat Ed gesagt. Kommt vor. Bin ich faul? Wenn jemand sieht, dass der Boss so hoch springt, ja. Bescheid sagen. Ich hab's gerade leider nicht gesehen. Tut mir leid. Ich überlege gerade, haben wir die Phase mehr oder weniger geskippt mit dem Ed hier? Nee. Das hatten wir im Zehner auch meistens so, dass dann die Ads kommen. Dann einfach erstmal das Ad machen und dann den Boss. Alle in der Bubble stehen und währenddessen wir in dieser Flasche halt stehen, den Boss halt weitermachen dann. Kriegen wir schon hin. Ja. Also genau. Die Ads, die ersten Ads kommen bei 5%. What the hell? Ja klar, dass er so weit oben rumpimmelt. Na gut, das bringt ja eigentlich im Großen und Ganzen gar nichts, aber. Der Erste, der ihn drauf kriegt, der kriegt ihn drauf. Der Rest darf ihn nicht benutzen. Irgendwie ein bisschen sinnfrei. Alle, die ready sind, kommen hier mal in den Kreis rein. Okay. In dem Fall... Mini? War okay. Dann auf ein neues. Aber natürlich auch wieder ganz geil, Sanko. Der hat toll gesprungen. So, den Nahkämpfer schon mal nach hinten laufen. Sind Ads spawnen. Und Kettensäge. Ich glaube zu früh. Jo. Pass auf. Watertank bitte übernehmen. Was? Er ist auch jetzt in die Mitte gesprungen. In der Mitte, Ads, in der Mitte. Ads. Und zwar so. Das. Welche Farbe? Da auf das rote Ad. Nein, das andere. Und alle in die Kuppel. Alle rein, alle rein. Okay. Zu spät. Und sofort wieder aus. Shit. Ah! Und den Boss machen. Ja. Frisst den Boss gerade. Nicht so schlimm, dann frisst er ihn halt. Das müssen wir nochmal. Aber Ed ist hier da. Ah, der Boss ist wieder da. Ja, Boss. Ja, Boss, ja. Boss, Boss, Boss. Ja, der kommt ja immer wieder. Er hat den Boss gefressen. Ah, der jetzt geht er wieder in die Mitte. Okay. Blaues, jetzt das blaue Ed. Was ist das da? Alle auf das blaue, bitte. Ja. Gib mir den. Ist das das Richtige? Ich will's hoffen. Ja. Oh Gott.